In Offenbarung Kapitel 6 lesen wir von einer Menschenmenge, 144.000 eine Zahl, die von Gott versiegelt wurde. Wofür steht diese Zahl und wer sind die Menschen aus dieser Menge? Betrachten wir bereits bekannte Meinungen zu dieser Zahl und fragen uns, sind dies Israeliten, die in der Drangsal zum Glauben an Jesus finden werden? Sind dies Juden, die als Erstlinge für den Herrn gelten? Ist diese Zahl 144.000 stellvertretend für alle Gläubigen, sprich werden nur 144.000 Menschen gerettet werden? Handelt es sich hierbei um besonders heilige Menschen, die daher einen anderen Status als andere Christen haben? Oder kommt diese Menge stellvertretend für die 12 Stämme Israels zum Vorschein? Auf diese Fragen kommen wir später zurück und verstehen erstmal, wie Zahlen in der Bibel dokumentiert werden. Nicht anders als bei uns, wo wir auch im täglichen Gebrauch und durch Sprache und Verständnis regelmäßig und instinktiv unterscheiden zwischen exakte, definitive Zahlen und beschreibende Zahlen. Zum Beispiel der Satz, der Mann besitzt Tausende von Euros, setzt einen Rahmen zum Verständnis für die Höhe dieses Geldes. Es wird sich um eine Summe handeln, die zwar höher als 100 ist, aber keine Million erreichen wird. Reiche mir bitte eine Handvoll Nüsse. Die Größe der Hand, Gewicht oder Anzahl der Nüsse ist hier nicht von Entscheidung. Reiche mir aus der Schüssel eine gewisse Menge von den Nüssen, ist was hiermit gemeint ist. Versteht sich also alles von selbst und jetzt zu den Zahlen in der Bibel. In Offenbarung Kapitel 5 steht, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausend mal Tausende. Hier ist eine exakte Zahl zwar angegeben, sie ist aber beschreibend. In vielen der Ursprachen wie Hebräisch, Griechisch, Aramäisch, Mandarin, Japanisch etc. stellt die Zahl 10.000 eine sehr große, aber nicht zählbare Menge dar, so wie wir unendlich sagen würden. 10.000 mal 10.000 bedeutet hier einfach eine unzählbare Menge von Engeln. Nachdem Elia gegen die Baalspropheten kämpfte, wurde er müde und er suchte das Angesicht Gottes. Er schrie zu Gott, dass es kaum noch treue Diener Gottes gab. Und Gott antwortet, aber ich habe 7.000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Die Zahl 7.000 mag an dieser Stelle exakt sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass die treuen Diener sich im Bereich von 7.000 Mann finden werden und so weiter. Wir haben die Botschaft verstanden. Jetzt zu 144.000 und mal ganz von vorne. Beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten lesen wir, und die Kinder Israel brachen auf von Ramses nach Sukkot bei 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. Diese Zahlenbeschreibung hier ist eindeutiger, denn sie ist zwar beschreibend, sie hat aber auch die Tendenz, exakt zu sein. Die Summe der Kinder Israels wird sich definitiv in dem näheren Bereich von 600.000 wiederfinden, auf keinen Fall 599.999, aber auch nicht 650.000, so hoch wird sie nicht sein. Also etwas knapp über 600.000. wird die Antwort sein. Und das Stichwort und der Fokus ist hier die 600.000. Diese Zahl wird dann später in der Bibel noch definitiv werden. Ein Beker auf den Kopf, die Hälfte eines Schekels nach dem Schekel des Heiligtums von einem jeden, der zu den Gemusterten überging, von 20 Jahren und darüber von 603.550 Mann. Das bedeutet, dass die Aussage 600.000 im exakten Fall sich auf 603.550 beläuft. Diese Menge kam aber nicht ins verheißene Land, sondern sie starben fast alle in der Wüste.
Eine neue Zählung der neuen Generation aus Israel wird später veranlasst. Das sind die Gemusterten der Kinder Israel. 601.730. Dieses Mal bekommen wir eine exakte Zahl, aber die Botschaft ist immer noch die gleiche. Die Differenzen aus den zwei Zählungen sind nicht wichtig. Gott zeigt uns in seinem Wort, dass er sein Versprechen gehalten hat. Die erlöste Summe beim Auszug ist auch die, welche ins Land einzieht. 600.000 wurden erlöst, 600.000 gehen ins Land. Die wechselnden Individuen sind hierbei irrelevant. Also, Gottes Volk wurde zu 100% erlöst. Dies ist die Bedeutung. Jetzt zu 144.000. Die Zahl 144.000 bekommt hier eine neue Note, anders als das, was wir bis jetzt besprochen haben. Die Zahl ist repräsentativ. Die Zahl 144.000 steht für 100%. Wie kommen wir auf eine solche Berechnung? Gottes Volk wird in 12 Stämmen aufgeteilt. Die Menge, die aus Ägypten erlöst wurde und ins verheißene Land zog, wird diesen Stämmen zugeordnet. Diese Stämme sind aber unterschiedlich groß und sie weisen daher auch unterschiedliche Größenordnungen in den Zahlen auf. Auch wenn Juda eine größere Menge als Naphtali aufweist, konnte Naphtali dennoch sein Potenzial durch Gottes Obhut erfüllen und das zu 100%. Demnach, jeder Stamm wurde zu 100% erlöst, Israel wurde somit zu 100% erlöst. Durch das Erlösungswerk von Jesus Christus wissen wir, dass nun auch Menschen aus den Nationen zu Gott strömen werden und Zugang zum Volk Gottes finden werden. Egal, ob nun aus China, Äthiopien oder Norwegen, jeder Mensch wird eins dieser Stämme zugeordnet. Dies ist die einzige Zuteilung, die im Reich Gottes zählt. Somit lesen wir, dass der Eingang in das neue Jerusalem nur durch die Tore der einzelnen Stämme Israels möglich ist. Paulus schreibt später, und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Dies bedeutet, dass alle Versiegelten, das heißt die Erlösten oder die Auserwählten Gottes, egal aus welcher Nation, als Israel betrachtet werden und ein Stamm zugeordnet sind. Es bedeutet nicht, dass jeder gebürtige Israelit erlöst wird. Die Summe aus allen Nationen, jedem Stamm zugeordnet, ist somit die 100% in jedem Stamm, egal welche genaue Zahl sich in der Zählung bildet. Die exakte Zahl ist deswegen nicht wichtig. Alle Erlösten und Versiegelten Gottes stehen im Buch des Lebens geschrieben. Für unsere Perspektive. Gott weiß aber die einzelnen Zahlen aller Erlösten. Bei der Brot- und Fischverteilung gebot Jesus seinen Jüngern, die Reste aufzusammeln. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, auf dass nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Die 12 Körbe sind natürlich stellvertretend für die 12 Stämme Israels und dass nichts umkomme, weist darauf hin, dass keins der Erlösten verloren gehen wird. Im gleichen Kapitel der Brot- und Fischspeisung sagt Jesus: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herniedergekommen, nicht auf dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Willen dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allen,
was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Mit diesem Fundament betrachten wir jetzt die Zahl 144.000. Es steht geschrieben in Offenbarung Kapitel 7, dass die Versiegelten aus jedem Stamm 12.000 ausmachten. Aber sofort danach steht auch, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, und sie standen vor dem Throne und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen. Und das ist die Lösung. Die 12.000 aus jedem Stamm bedeutet einfach eine unzählbare Menge. Dennoch weiß Gott um jeden einzelnen Versiegelten und Erlösten aus dem Stamm. Und insgesamt ist die Gesamtzahl für den Mensch aber nicht zu zählen. Dennoch erreicht jeder Stamm 100% an Fülle und an Segen. So wie beim ersten Exodus macht Gott sein Versprechen und seine Verheißung wahr. Wichtig ist nur zu merken, dass 144.000 für 100% Erlösung aus allen Stämmen steht. 12 Stämme, die jeweils 12-mal in der Vollkommenheit stehen, ergeben 100%, somit die Fülle der Nation Israels. Und somit zurück zu den Fragen. Sind die 144.000 Israeliten, die in der Drangsal zum Glauben an Jesus finden? Nein. Drangsal, nicht Drangsal, das ist jetzt keine besondere Zeit für nur Israel, Juden oder Heiden. Alle Menschen müssen durch die Drangsal. Das ist Gottes Plan. Das ist, was wir auch gelesen haben in den 7 Siegel im Video davor, als wir die 7 Siegel beschrieben haben, dass dieses Märtyrtum wird in jeder Generation zu jeder Zeit immer währen. Menschen sterben laufend für ihren Glauben an Jesus Christus, aber sie gehören zu den Versiegelten. Und ihnen wurde gesagt, dass sie noch eine Zeit warten sollten, und dann bekamen sie weiße Gewänder. Und zum Schluss, wie wir es gerade aus Johannes Kapitel 6 gelesen haben, wird Jesus sie erwecken am letzten Tag. Natürlich inklusive die, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Sind dies also Juden, die als Erstlinge für den Herrn gelten? Ebenso nein. Es hat nichts mit Juden oder Israel zu tun oder dass irgendein Volk besonders durch die Drangsal muss. Diese 144.000 stellen einfach 100% dar. Jeder Stamm kommt zur Fülle in der Erlösung, und die Zahl ist für uns nicht zählbar, aber wir sehen die Verheißung, die Gott uns da gegeben hat. Ist das also die Gesamtheit aller Gläubigen? Nein, natürlich nicht. Das wäre im Vergleich und Skala zu der Welt sehr, sehr wenig, wenn man es so betrachten würde. Handelt es sich um besonders heilige Gläubige, die jetzt einen besonderen Stand haben, wie zum Beispiel sind das die Führer aus den Stämmen, die die Völker nach Hause bringen sollen? Ebenfalls nicht. Also nochmal, diese 12.000 aus jedem Stamm stellt einfach dar, dass jeder Stamm erreicht, egal ob die Größe an der Menge unterschiedlich ist, die Vollkommenheit, 100%, und das wird dargestellt durch die 12.000. Und weder ist diese Zahl stellvertretend für die Erstlinge aus Israel oder sonst. Was gemeint ist, ist, dass jeder, der glaubt, wird durch ein Tor gehen. Egal, ob du jetzt aus Kenia kommst oder aus Schweden, du wirst durch eins dieser Tore durch, wenn du in das ewige Leben kommst. Du wirst es nicht wissen, ob du zum Stamm Naphtali oder Sebulon oder Dan gehörst, aber der Herr weiß es. Und du bist versiegelt, wenn du an Jesus glaubst und dein Kreuz trägst und den Heiligen Geist hast und du weißt, dass du zu Gott gehörst, dann wirst du verschont werden in der Drangsal. Nicht, indem du jetzt da kein Leid durchmachen musst, sondern indem du standhaft bleibst in deinem Glauben und du wirst auferweckt, entweder am letzten Tag oder irgendwie kommst du noch aus dieser Zeit heil raus und bist noch am Leben, wenn Jesus wiederkommt. Diese zwei Optionen gibt es. Das ist, was die 144.000 bedeutet. Hoffe, es war dir zum Verständnis ein Segen und dass du aus diesem Vortrag etwas gewinnen durftest. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.